Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital auf meinem Kanal. Wir haben ein Problem, Orthopädie, die Normalstation ist relativ gut belegt. Das wundert mich zwar gerade etwas, aber okay. Wir werden nochmal Geld in die Hand nehmen und einmal optimieren, deswegen werden wir hier noch Platz dazu kaufen. Wir werden hier die Räume gestalten. Passt auf, die Wand kommt weg, der Raum wird verlegt, die Überwachungsstation wird nach hinten verlegt und hier kommt dann nochmal eine Station hin für Normalpatienten. Überwachungsstation. Ich würde sagen, hier Normalpatienten. Das heißt, wir kopieren hier einmal den Raum und werden drehen und werden hier einmal platzieren. Das kostet 2211 Dollar. Das ist in Ordnung. Das ist nicht wirklich viel Geld. Das geht klar. Die Normalstation werden wir hier fortführen von der Orthopädie. Damit haben wir zwei zusätzliche Betten für die Normalstation. Ne? Ist, denke ich mal, nicht verkehrt. So, jetzt gucken wir mal hier Röntgen, was hier los ist. Hier sind zwei Leute am Warten für die Orthopädie. Stationäre Aufnahme, bitte. Und die hier ist, hat eine Brustkorbprellung. Die geht bitte. Skoliose. Okay, das ist in Ordnung, aber wir haben eine weitere Patientin hier, die hier für die Orthopädie ist, wahrscheinlich. Und deswegen wird die auch hier versorgt. Gut, zwei weitere Betten für die Normalstation der Orthopädie, das ist nicht verkehrt. Hier ist eigentlich auch relativ gut belegt, das ist in Ordnung. Was sagt die Ärztin? Die Ärztin ist nicht besonders, doch sie ist in Ordnung. Bauch gefüllt, Bedürfnis reduziert, ausgeruht, ist perfekt. Was macht die Krankenschwester hier? Ausgeruht, schöne Umgebung, Bedürfnis reduziert, Bauch gefüllt, perfekt. So. Nach Untersuchung, okay. Hier kriegt noch die Medikamente. Wie gesagt, hier kommt relativ viel Geld zustande. Das ist in Ordnung. Gut, hier keine Ahnung wie viel. Die muss noch untersucht werden. Hier kriegen wir 3565 Dollar, wenn die operiert wurde. 900 Dollar. Hier kriegen wir nochmal 3220 Dollar. Das ist perfekt. 2030 Dollar, also wieder knapp 5.000, 6.000 Dollar für die Orthopädie. Die hat ja heute auch so knapp 3.700 gebracht, die Station. Das ist alles in Ordnung. Ja, das ist alles in Ordnung. So, weitere Optimierung. Die Lounge ist vergrößert für die Orthopädie, das ist auch in Ordnung. Das ist perfekt. Das müssen wir alles beheben. Der kriegt aber auch bitte hier noch die Medikamente und bitte noch ein paar Untersuchungen. Bitte das, den CRP-Test noch. Danke. Hier ist jetzt mittlerweile alles sauber. Auch das ist in Ordnung. Wie sieht es hier aus? Innere. Das ist der Flur, das ist in Ordnung. Dann werden wir hier den Flur noch ausbessern, beziehungsweise den Boden machen. Der Boden wird hier sein und hier wird der Streifen fortgeführt. Dann ist das, denke ich mal, auch in Ordnung.
Das ist kein Problem. So, einen zweiten Diagnostikraum könnten wir uns vielleicht zulegen auf die Dauer. Könnten wir uns vielleicht zulegen, ne? So, Fernseher braucht sie jetzt vielleicht nicht unbedingt, die Pflanze braucht sie nicht vielleicht unbedingt. Dann könnten wir hier einen weiteren Bürotisch hier reinstellen, aber ich will es auch nicht zu eng machen, ne? Ich will es auch nicht zu eng machen hier. Ich meine, dafür gibt es ja nie einen Aufenthaltsraum, der nie noch kommen wird. Wir haben hier vier Ärzte in der Notaufnahme, auch das ist in Ordnung. Die hat eine Brustkorbprellung, Eisumschlag bitte. Ja, das ist alles hier relativ in Ordnung im Prinzip. Die kriegt noch eine Pleuropunktion. Oder der kriegt noch eine Pleuropunktion. Was ist mit dem Patienten? Hallo. Macht doch nicht immer die Pleuropunktion, oder? Moment, passt auf. Nochmal. Pleuropunktion. Sonderverfahreneinheit. Der Raum ist hier, der ist nicht belegt. Warum machen die das nicht? Er ist im kritischen Zustand, Leute. Ja. Transport zur Therapie, na endlich. Mit der Röntgen des Torsos noch. Patient kollabiert. Ulita. Ja. Bitte auf jeden Fall intensiv. Defibrillation, körperliche Untersuchung, CRP-Test, Blutabnahme. Angina pectoris. Na gut. Können wir gerade nicht unbedingt ändern. Aber okay. Ich hoffe, der wird versorgt jetzt. Der kommt bitte auf die Intensiv. Liegt denn noch jemand auf die Intensiv? Nein. Okay. Hier sieht es soweit in Ordnung aus. Die Normalstation ist gut belegt. Sehr schön. Der kriegt eine Hüft-OP. Das heißt Orthopädie.
hat hier eine Operation bevorstehen. David Alsleben, der wird bitte auch noch operiert. Aber bitte erst die Leonie König, danke sehr. Der kriegt noch EMS und NSAIDS, ne? Steht hier eine Operation an in der Nore? Nein. Kardio, ja, es steht eine Operation an, die Rena eine renale vaskuläre OP. Orthopädie habe ich geguckt und die Chirurgie, nein, okay. Das ist aber soweit in Ordnung hier. Kriegt die Medikamente eingewiesen, schläft, okay. Das ist Normalstation hier, ne? Von der Inneren. Ja, ist Normalstation, ne? Innere. Ja, ist Normalstation. Das hier ist Normalstation und das hier ist Normalstation. Okay. Wir haben aber hier. Nee, nichts Dramatisches. Okay. Das ist in Ordnung. Hier, die ist nochmal auf der Normalstation. Die wird hoffentlich auch bald weg sein. Dann können wir das Bett verkaufen, den Raum freimachen, dann ist da auch wieder ein bisschen mehr Platz. Ne? Ich denke mal, ist nicht verkehrt. Ich denke mal, das ist nicht verkehrt. Wartet auf das OP-Team. Ja, ich weiß es, Leute. Ich kann nicht alles machen. Leider. Leider. Na gut, wir kriegen genug Geld rein erstmal. Hoffentlich wieder. Orthopädie bzw. Innere kriegen wir einen Haufen Geld rein. Das weiß ich definitiv. Das sieht auch relativ sauber mittlerweile aus. Das Schwesternzimmer werden wir noch abändern. Von der Orthopädie, die soll natürlich auch zufrieden sein. Die Liege wird hier hinkommen. Die Lampe kommt hier hin. Lampe kommt dahin. Haben wir noch einen Rollstuhl stehen? Ja, wir haben noch einen Rollstuhl zu stehen. Ne? Ach, der wird jetzt gerade benutzt. Okay, na gut. Schade. Okay, kein Problem. Der wird gerade gemacht. Pleuropunktion. Perfekt. Der kriegt damit noch die Medikamente. Den Raum hier will ich weghaben. Den Raum will ich weghaben, Leute. Der Raum muss weg. Die Überwachungsstation hier von der Inneren, die wird verkleinert. Ne? Die will ich verkleinern. Beziehungsweise die können wir hier rein verlegen. Dann kann das hier weg. Dann ist das, denke ich mal, auch in Ordnung. Ja. Ja, Leute, das sieht immer besser aus. Immer besser. Aber wie gesagt, die muss weg hier. Die muss weg hier. Gut, warten wir bis Tag ist, dann sollte die verschwinden. Ich will, dass die Patienten verschwindet hier, ne? Wie gesagt, wir brauchen Platz. Jetzt zweiter auf der Überwachungsstation, na toll. 48 Patienten nur. Okay, kein Problem, kriegen wir hin. Sechshundertdreißig, sehr gut.
So, dann können wir hier das abändern. Das ist jetzt Überwachungsstation von der inneren. Wenn wir den Patientenmonitor noch dahin packen, wir werden noch ein zweites Bett dahin packen. Dann sollte es eigentlich auch in Ordnung sein. Das Gerät ist mir eigentlich ein bisschen zu teuer. Das will ich jetzt nicht unbedingt verkaufen. Das Bett können wir von mir aus irgendwo erstmal zwischenparken. Oder packen wir es hier hin? Wir packen es hier hin. Passt auf. Dann haben wir da erst noch mal ein Bett weiter zur Verfügung. Ne? Dann haben wir dann noch ein weiteres Bett zur Verfügung. Nachttisch haben wir da nicht mehr. Okay. Dann werden wir hier noch Nachtschränke platzieren, dann passt das. Ach, hier hätten wir noch einen. Das ist in Ordnung. Kleine Überwachungsstation. Können wir den verlegen von da nach da? Wäre doch cool, oder? Wenn wir den in ein anderes Bett legen könnten. Aber gut, geht leider nicht wahrscheinlich, ne? Schade. Schade! Fünfunddreißigtausend. Sind relativ gut dabei wieder. 9000 Cardio, 5300 die innere. Orthopädie knapp 3000. 6100, perfekt. Perfekt. Operationen stehen irgendwelche an. Orthopädie. Cardio, Neuro, nein. Nur Orthopädie. Dann kriegen wir dann natürlich auch noch relativ viel Kohle dann. Das ist sehr gut. Kriegt bitte noch ein MRT und dann sind wir mit der Folge auch wieder hier durch, ne? Dann sind wir mit der Folge auch wieder durch. Gut, dann schauen wir mal in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet natürlich wieder Spaß dabei, ne? Ganz klar. Und wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin mal gespannt, was wir dann noch hier alles hinkriegen. Ich sage noch einmal bis dahin. Servus und tschüss.